Wenn Sie in unsere Klinik kommen, setzen Sie ein hohes Vertrauen in die Qualität unserer Behandlung. Aus dieser Verantwortung heraus beschäftigen die Asklepios-Kliniken hochqualifizierte Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten. Und wir garantieren den höchsten medizinischen Standard sowie eine maximale Patientensicherheit. Daher finden Sie bei uns ein Sicherheitssystem, das unsere Erfahrung niemals zur Routine werden lässt. Sorgfalt ist unser oberstes Gebot. Bei allen Operationen werden im Vorwege anhand einer Sicherheitscheckliste alle Aspekte gewissenhaft kontrolliert, die für den Eingriff relevant sind. Punkt für Punkt. Begleiten Sie uns bei den 3 Sicherheitschecks im Verlauf einer OP. Schritt 1. Das Sign-in. Vor Beginn der Narkose. Hallo. Danke. Guten Tag. Mein Name ist Dr. Rosenfeld. Ich bin Anästhesistin und heute für Ihre Narkose verantwortlich. Das ist mein Kollege aus der Anästhesiepflege, Herr Filser. Ich stelle Ihnen jetzt einige Fragen vor der Operation. Das dient Ihrer Sicherheit und der Vermeidung von Verwechslungen. Nennen Sie mir dafür bitte Ihren Namen, Vornamen und Ihr Geburtsdatum. Gerne. Susanne Meyer, geboren am 15.11.1964. Mhm. Meyer mit EI? Ja, genau. Sie haben noch sicher ein Patientenarmband mit Ihren Daten bekommen. Darf ich sehen? Ja, hier. Danke. Ja, alles korrekt. Schön. Danke. Was soll heute operiert werden, Frau Meyer? Meine Kniescheibe ist kaputt. Welche Seite soll operiert werden? Rechts. Okay. Darf ich mal unter die Decke schauen? Sie haben doch sicher eine Markierung bekommen an der zu operierenden Seite. Ja, ein tolles Kreuz. Schauen Sie hier. Oh ja, das ist eindeutig. Danke. Dann schaue ich mir jetzt noch mal Ihre Patientenakte an. Danke. Die Einverständniserklärung für die Operation und die Vollnarkose haben Sie unterschrieben. Die Laborwerte sind da. Alles vorhanden. Dankeschön. Sie haben eine Allergie auf Ibuprofen angegeben. Sind Ihnen noch weitere Allergien bekannt? Nein, zum Glück keine weiteren. Hatten Sie mal Probleme bei einer früheren Vollnarkose? Nein, ich hatte schon eine Vollnarkose, aber da gab es keine Probleme. Ja, schön. Mit Intubationsproblemen und erhöhtem Blutverlust ist nicht zu rechnen. Gut, Frau Meyer, dann kann es gleich wie geplant losgehen. Ist alles in Ordnung oder haben Sie noch irgendwelche Fragen? Es ist alles in Ordnung. Schön. Dann bekommen Sie jetzt Sauerstoff über eine Maske und dürfen gleich schlafen. Vielen Dank. Bitte gleichmäßig ein- und ausatmen. Verfolgen Sie nun den Schritt 2, das Timeout, vor dem Start der OP. Ich bitte zunächst kurz um Aufmerksamkeit. Wir beginnen mit dem Timeout. Ich darf Ihnen zuerst meine neue Kollegin aus der Pflege vorstellen. Das ist Frau Sträuber. Sie wird uns heute als instrumentierend unterstützen. Hallo. Herzlich willkommen. Die Patientin ist Frau Susanne Meyer, geboren am 15.11.64. Geplanter Eingriff ist eine Zuggurtungsosteosynthese rechts nach medialer Fraktur der Patella. Wir werden die Zuggurtung mit einem 2,5er K-Draht vornehmen. Es gibt keine Besonderheiten zu erwarten. Die Lagerung der Patientin ist korrekt? Ja. Gibt es zu den OP-Schritten, der OP-Zeit oder dem zu erwartenden Blutverlust noch etwas Besonderes zu ergänzen? Nein, es gibt keine Besonderheiten zu erwarten. Minimaler Blutverlust, OP-Dauer etwa 60 Minuten. An die Anästhesie, sind patientenspezifische Probleme zu erwarten? Patient ist ASA 2 bei bekanntem gut eingestellten Hypertonus. Es besteht eine Allergie auf Ibuprofen. Seitens der Anästhesie sind keine Probleme zu erwarten. Ist die Ausrüstung bereit? Ja, das Instrumentarium, das Material und die Implantate sind steril und funktionstüchtig. Die Vollständigkeit ist überprüft und die präoperative C-Kontrolle wurde durchgeführt. Wurde eine Antibiotika-Prophylaxe durchgeführt? Ja, 2 Gramm Cefuroxim vor knapp 30 Minuten. Wird zusätzliches Bildmaterial benötigt? Ich habe mir die Aufnahmen angesehen, es genügt mir, danke. Vielen Dank. Damit ist das Timeout beendet. Wir können starten. Frau Sträubel, das Skalpell bitte. Es ist 15.13 Uhr. Sehen Sie zuletzt den Schritt 3, das Sign-out, vor Abschluss der OP. So, ich bin fertig. Ich bitte um Aufmerksamkeit, wir führen das Sign-out durch. Die C-Kontrolle ist soweit vollständig. Die verwendeten Materialien als auch die Instrumente sind vollständig. Sind die verwendeten Materialien soweit dokumentiert? Den verwendeten K-Draht habe ich in die Akte eingetragen, ein Präparat haben wir nicht entnommen. Gab es während der OP irgendwelche Fehlfunktionen von Geräten? Nein. Ein Bohrer wurde erneuert, sonst ist alles okay. Kann Frau Meyer auf Station weiter Novalgin laut Standard erhalten?
Wir haben der Patientin einen Schmerzkatheter in die Leiste gelegt. Den bestücken wir dann im Aufwachraum mit einer Schmerzmittelpumpe. Unsere Pain-Nurse kommt dann zur Kontrolle auf Station. Sonst gab es keine Besonderheiten von meiner Seite aus. Gut, Sie können jetzt das Knie verschließen. Frau Meier kann dann in Ihr Bett zurück. Und kontrollieren Sie dabei bitte auf eventuelle Lagerungsschäden. Damit haben wir alles. Das Sign-out ist beendet. Und bitte denken Sie alle daran, danach die Checkliste zu unterschreiben. Mit der strengen Einhaltung unserer Sicherheitsvorgaben bieten wir Ihnen jene Sorgfalt, die Sie von uns erwarten dürfen.